Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19, wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Hundefutter besorgt. Das fahre ich jetzt gerade nochmal zur Obstplantage, nämlich da haben wir auch einen neuen Hund uns angeschafft, genau wie bei uns am Hof. Und fahre das Hundefutter einmal rüber hier mit dem kleinen John Deere Gator. Und in der heutigen Folge wollen wir uns noch was Neues anschauen. Ich habe immer noch nicht den Hund hier gefunden. Müssen wir uns dann nochmal anschauen. Ich parke den mal kurz hier. So. Mal kurz hier ausmachen das Ganze. Und dann werden wir hier natürlich auch das Hundefutter hinpacken. Nämlich hier wird auch Hundefutter benötigt. Das hatte ich euch in der letzten Folge gezeigt. So, da werden wir das einmal hier auffüllen. Das haben wir gemacht. Das heißt, das packen wir einfach mal hier. Und ich hoffe, der Hund, der findet das nicht. Beziehungsweise ich habe den Hund auch noch gar nicht gefunden. Und in der heutigen Folge werden wir uns damit beschäftigen, dass wir ein bisschen, wie sagt man, uns mit dem jeweiligen, ja, mit der Obstproduktion so ein bisschen auseinandersetzen. Also mit Apfelsaft und mit Apfelwein. Da habt ihr auch ganz, ganz viele Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank auch dafür. Guck mal, hier haben wir auch noch so ein paar Dinge, die wir machen können. Ich glaube, die Bienen sind auch schon wieder fertig. Die müssen wir auch nochmal soweit wieder hier einmal quasi befüllen und auch abfüllen. So, hier haben wir den Armatruck mit diesem neuen jeweiligen Frontlader. Ne, den kann man einstellen von der Breite her. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen jetzt erstmal ein paar Äpfel pflücken. Beziehungsweise Äpfel einsammeln. Diese Kisten können wir nämlich soweit auch tragen. Aber nur, wenn sie nicht voll sind. Ne? Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, damit das Ganze hier funktioniert. 5 Tage braucht das Ganze, bis wir hier alle Äpfel ernten können. Ihr seht schon, wir haben hier einiges an Äpfeln. Ne? Ganz, ganz viele Äpfel oder Apfelbäume. Äpfelbäume, wow. Und sobald die gefüllt sind, können wir die nur noch mit dem Frontlader quasi dann auch ja, von A nach B transportieren. So, das wollte ich sagen. So, jetzt würde ich sagen, packen wir mal hier kurz ein bisschen was hier hin. Ihr könnt das Ganze hier drunter stellen, unter dem Baum. Und dann einfach R drücken. Und jetzt füllt sich das Ganze. Ich mache das jetzt mal. Ich verteile die jetzt mal so weit. Und dann werden wir uns heute auch noch ein neues Fahrzeug kaufen. Der Kontostand lässt das auf jeden Fall zu. Das habt ihr nämlich auch schon in den Kommentaren geschrieben. Welches Fahrzeug das sein wird, das werden wir uns dann gleich mal anschauen. So, dann werden wir hier auch noch einmal die Äpfel befüllen. Ne? Einfach kurz runterstellen, einmal R drücken. Und jetzt seht ihr schon, jetzt können wir das Ganze nicht mehr hochheben. Ich mache die aber jetzt nicht mal ganz so voll, sondern ich stelle jetzt einfach da mal drunter. Nämlich, wir können die nicht mehr per Hand transportieren, wenn da einmal Äpfel drin sind. Huch. So. Und dann werden wir uns nachher diesen Juice Master kaufen und auch ein paar Fässer, wo wir dann Apfelsaft einfüllen können. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz cool. Und das Tolle hier an der Obstplantage ist auch, so, wir drücken mal hier. So, da wird das auch gefüllt. Ich höre den Hund zwar bellen, aber ich sehe ihn nicht. Es kann natürlich sein, dass der nachts hier erst mit dem Plantagenwart, mit Joe, da quasi rumrennt. Das ist nämlich auch ein cooles Feature, denn ab 22 Uhr, wenn es dunkel ist, kommt hier der Plantagenwart raus mit einer Taschenlampe und, ach, guck mal, da ist der Hund. Da ist er doch. Ach, der passt hier tagsüber auf. Mit dem können wir nicht interagieren, ne? Habe ich euch ja schon mal erklärt. Ne? Das ist der, der Sennenhund und den, Jack Russell, den haben wir bei uns am Hof. Der passt hier tagsüber auf und nachts läuft hier der Plantagenwart lang. Der pfeift dann auch fröhlich und hat eine Taschenlampe in der Hand. Auf jeden Fall auch recht cool. Ab 22 Uhr ist das Ganze immer. Werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und ich werde jetzt erstmal hier, huch, der ploppt schon wieder weg, das Obst hier soweit einsammeln. Ne, werde das soweit vorbereiten und dann begeben wir uns gleich zum Händler und werden erstmal ein bisschen was kaufen. So. Nochmal R. Die sind natürlich jetzt nicht ganz voll. Man kann die natürlich auch noch ganz voll machen. Aber dafür werden wir dann gleich den Armatruck hier nutzen mit dieser neuen Gabel. Die ist nämlich verstellbar. Die könnt ihr euch einstellen, je nachdem, wie ihr die braucht. Und hier ist noch so ein kleiner Wagen mit dabei. Der ist auch standardmäßig mit dabei. Und damit ihr das Ganze nutzen könnt, müsst ihr natürlich dieses Grundstück hier kaufen. Kostet, glaube ich, knapp 180.000, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da könnt ihr dann auch noch, ja, dann Äpfel ernten alle 5 Tage. Und die Bienen, das hatte ich ja schon mal in einer der vorigen Folgen gezeigt, die sind jetzt auch schon wieder voll. Wir gucken mal hier kurz reingucken. Guck mal. Ne? Da haben wir auch schon wieder Bienenhonig, den wir abfüllen können. Hier machen wir nochmal die Taste R. Ne? Dann
sammelt er jetzt hier die ganzen Äpfel ein. Ihr seht, oder sind die Bäume dann auch leer, aber wir haben ganz, ganz viel davon. Das haben wir jetzt soweit fertig. Haben wir noch Kisten dort? Nee, haben wir nicht. Deswegen springen wir einmal zum Shop. Wir werden uns heute einmal ein neues Fahrzeug auch kaufen. Das werden wir nämlich auch tun. Und zwar dachte ich mir, okay, nehmen wir uns mal den Unimog hier mit rein. Wo ist er? Da ist er. Da ist der Unimog, ne, von FBM. Ne, könnt ihr euch bei Forbidden Mods auch runterladen. Ist aber direkt aus dem FBM-Team. Und da werfe ich mir einfach mal hier hinten so diesen Ballentransport hier einfach erstmal fertig machen, weil wir wollen ja ein paar Sachen transportieren. Ne, mit dem Ganzen. Einmal den Juice Master und auch ein paar Fässer. Ich werde natürlich noch ein paar mehr kaufen. Da wollen wir mal gucken. Die Reifenvarianten. Welche nehmen wir denn da? Wir haben ja ganz, ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Hier sind Spezialfelgen. Ich nehme die Rims, glaube ich, hier. Dann nehmen wir die Reifenvariante große. Breitreifen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht. Deswegen will ich da mir das hier soweit mal aussuchen. Eine Planfarbe können wir noch aussuchen. Pritschenbodenfarben. Rundumleuchte links machen wir mal drauf. Und dann können wir hier noch weitere Dinge machen. Den Auspuff können wir hier noch soweit mit Aufklebern versehen. Oder ohne Auspuff, mit Auspuff. Na, also ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten haben wir hier. Heckhydraulik. Ich mache mal Front- und Heckhydraulik. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir noch die Gangschaltungssounds. GPS könnten wir auch noch mit reinbauen. Nehmen wir jetzt nicht. Wir lassen hier oben mal die Klimaanlage weg. Das könnten wir auch noch machen. Und wir nehmen uns hier, glaube ich, den großen hier, das Tuning Pack mit 241 PS. Das ist echt eine coole Sache. Nämlich, wenn ihr hier oben die Klimaanlage aufbaut, könnt ihr hier oben nicht das Dach aufmachen. Ne? Hat nämlich auch Simple IC verbaut. So. Ansonsten haben wir noch hier die Sonnenblende mit Extras und Horn. Ne? Haben dann hier nochmal Horn plus Sound. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das hier, kaufen uns das ganze Fahrzeug. Zack. So, und da ist das schöne Ding. Ne, richtig cooles Teil. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und erweitert dann unseren Fuhrpark hier. Und das Tolle ist, wir können das Ganze hier auch aufmachen und können das dann auch jeweils zumachen. Simple IC ist auf jeden Fall verbaut. Was wir uns jetzt auf jeden Fall noch kaufen wollen, ist ein bisschen was für die Weinproduktion. Da müssen wir nämlich hier drauf gehen. Dann haben wir hier die Produktionsgeräte und dann werden wir uns jetzt hier den Juice Master kaufen. Der kostet 1500 Euro, 300 Liter an Obst passt dort rein, also Äpfel. Und dann können wir dann Apfelsaft daraus produzieren. Also hier machen wir erstmal den Apfelsaft raus. Das heißt, wir werden uns hier mal einen kaufen, den können wir auch einfärben. Ich weiß gar nicht, was nehmen wir denn da? Apfelsaft ist grün, ne? Lassen wir einfach so, ne? So, kaufen wir den mal. So, ich weiß gar nicht, wie wir den transportieren können. Ob wir da einen Gabelstapler brauchen. Ja, da brauchen wir gleich einen Gabelstapler. Den laden wir dann gleich da drauf. Und dann nehmen wir uns noch ein paar Fässer mit. Nämlich, wir müssen das Ganze auch abfüllen. Das sind nämlich diese Holzfässer. Ne, die werden benötigt zur Aufbewahrung von Obstsaft oder Wein. Wein wird es, glaube ich, erst, wenn es hier in dem jeweiligen Weinkeller, den ich euch auch in der letzten Folge gezeigt habe, wenn wir den dann da mit reinnehmen. Ich kaufe mal hier so eins. Erstmal 6 Stück. Ich werde dann nochmal ein paar weitere besorgen zwischen den Folgen. Ne, aber guck mal, das sind die jeweiligen Weinfässer. Die werden dann hier so reingelegt, hier an der Seite, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Da muss man das irgendwie ausklappen. Und dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Ich nehme mal kurz den Gabelstapler und lade das mal einmal kurz auf. So. Und dann werden wir die Fässer da auch noch draufpacken. Ich hoffe, man kann die so aufeinander stapeln, weil die Ladefläche ist ja jetzt nicht wirklich groß. Bei dem müssen wir eigentlich hier hochkriegen, ne? Ja, guck mal, das passt schon mal. So. Und dann werden wir gleich leckeren Apfelsaft produzieren. Ich guck mal, ich werde das, glaube ich, hier an der Ecke platzieren. So. Erstmal alles aufladen hier. Und dann geht sie los, die Apfelsaftproduktion hier bei uns, ne? So, warte. Das ist gerade, nicht ganz, ne? Gucken hier. Gabelstapler Klaus natürlich wieder auch unterwegs. Man kennt es. So, das haben wir jetzt hier soweit schon mal drauf. Ja. Ich würde sagen, das passt soweit. Stellen wir den mal wieder weg.
Ist jetzt nicht perfekt vielleicht platziert, aber ihr könnt natürlich auch den starken Bauern nutzen, um das zu platzieren. Aber ich dachte mir, nutzen wir doch einfach mal den vorhandenen Gabelstapler hier. So, natürlich wieder alles runter. Und jetzt können wir dann hier die Fässer aufladen. Die können wir, glaube ich, auch hier so einfach hinstellen. Das müsste, glaube ich, auch gehen, oder? Ja, guck mal. Dann laden wir die einmal auf. 6 Stück haben wir erstmal. Das sollte erstmal reichen, um euch das erstmal zu zeigen. Und dann werden wir dann später noch weitere Produktionen dann auf jeden Fall noch machen. Und auch Kurs. Ja, lol. Das war's dann wieder komplett. Schmeiß runter hier das Fass. Mal gucken, wie wir das hier am besten stapeln. Aber der hat natürlich genug Power hier. Der Unimog. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gerade schon wieder im B-Truck gesagt, ne? Ah, ich vertue mich immer, weil ich finde halt beide ganz cool, ne? Sowohl den MB-Truck als auch hier den Unimog. So. Jetzt gucken wir mal. Das packen wir mal hier oben drauf, wenn es passt. Jo, das passt. Kippt auch nicht um. Sehr gut. Und dann muss ich gleich mal gucken, welche Taste ich da überhaupt nochmal für IC belegt habe. Denn ich meine, ich habe letztens mal eine Taste umbelegt. Deswegen kann ich die Tür von außen nicht öffnen. Da müsst ihr auch auf jeden Fall achten. Das heißt, wenn ihr Simple IC verwenden wollt, müsst ihr, ja, das passt, müsst ihr halt auch Simple IC runterladen. Das Ganze bekommt ihr in GitHub. Ich werde euch dann einen Link nochmal in die Modliste packen. Und für alle die, die sagen, hey, bei der Wildbachtal ist gar keine Modliste mehr da. Ja, die kommt wieder. Die muss ich mal, die habe ich versehentlich gelöscht. Und die werde ich dann auch nochmal aktualisieren. So. Gucken wir mal hier. Aber feinstes Wetter hier, ne? Ja, draußen ist auch recht schön mittlerweile. Und bringt uns aber alles nichts. Denn wir müssen, ja, einfach mal drin bleiben. Denn besser ist es. Zockt zu Hause, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir das erstmal fertig machen hier. Können wir das nicht, warte mal. Macht er das jetzt nicht fest? Nee, oder? Das wäre jetzt aber schade. Ich switch da nochmal kurz durch. Warte mal. Wahrscheinlich bin ich jetzt in den Juice Master eingestiegen, ne? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier in den Einstellungen. Warte mal. So, in den Keybindings. Nämlich da müsst ihr nämlich, wenn ihr Simple IC verwenden wollt, nämlich ein bisschen was einstellen. Und zwar, wo haben wir es denn? Was habe ich denn da für eine... Da, das ist Simple IC Status Wechsel. Das ist der alte. Ach, die Leertaste habe ich da genommen. Das ist aber natürlich, wo habe ich die denn? Da. IC an- und ausschalten, Umschalt links. Ach, die Taste habe ich genommen, okay. Das ist die Backspace-Taste. Oder auch nicht. Oder habe ich den hier genommen? Ach, hier, die linke Falltaste habe ich genommen. Ne? So, jetzt können wir hier einsteigen. So, ich hoffe, wir können dann jetzt hier den Gurt gleich nehmen. Aber jetzt bin ich wieder eingestiegen in den... Ach, das ist ärgerlich. So, wir gucken mal hier. So, jetzt sind wir eingestiegen. Jetzt können wir L drücken, dann haben wir das Ganze festgemacht. So, dann können wir die Tür auch wieder von innen schließen. Ne? Können auch hier erstmal die Fenster runterkurbeln, die Dachluke aufmachen. Wichtig ist, wenn ihr die Klimaanlage anhabt, dann geht das Ganze natürlich nicht. Ihr könnt auch die Lampe einschalten. Also ist auf jeden Fall richtig cool. Ne? Könnt auch auf der anderen Seite hier die Fenster auch noch runterkurbeln, die Tür auch aufmachen. Auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Features. Ihr könnt das hier auch noch aufmachen. Also ganz, ganz cool auf jeden Fall. Ja, toll, jetzt bin ich zu weit weg. Man kennt es. So, machen wir die Tür mal von hier zu. Und so, dann starten wir mal das Ding. Ah, cooler Sound auf jeden Fall, ne? So. Und damit fahren wir jetzt erstmal rüber hier. Zu unserer Plantage. Da können wir nämlich hier hinten durchfahren, durch den Wald. Ah, ich finde den Sound so cool hier, ne? Von dem Unimog. Auf jeden Fall ein richtig cooles Teil. Und, vom Sound her. Das Horn auf jeden Fall. Ah, gewöhnungsbedürftig. Aber es geht hier auf jeden Fall los. Und der bietet sich hier an, ne? Um hier durch den Wald zu fahren und halt auch durchs Gelände. Und ich dachte mir einfach, okay, komm. Der ist jetzt nicht so teuer. Den nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Wir müssen natürlich uns auch noch um die Felder kümmern. Die Butterproduktion müssen wir auch wieder zum Laufen bekommen. Käseproduktion läuft bereits. Die BGA ist auch fleißig am Arbeiten.
Und ansonsten müssen wir noch ein paar Felder bestellen, das werden wir auch machen. Aber ich wollte euch jetzt einfach erstmal mitnehmen und die ganzen Neuerungen so ein bisschen zeigen. Boah. Richtig fürs Gelände geeignet hier, ne? Die Maschine. So. Hier haben wir auch diese Pfützen. Das ist das, von das ich letztes Mal gesprochen habe. Die machen die Fahrzeuge auf jeden Fall richtig schnell dreckig, wenn man da durchfährt. Gerade wenn man hier über die ganzen Felder fährt oder Feldwege auch. Und wenn es regnet, das habe ich auch schon festgestellt, das habe ich nämlich auch schon getestet, dann kann man sich nicht so wirklich festfahren. Aber es kann schon mal vorkommen, dass man ein bisschen weniger schnell vorankommt. Ne? So. Was auf jeden Fall auch noch mit reinkommen wird, wir sind jetzt hier in der Beta 3 unterwegs, ne, die ich ja gerade teste. Viele fragen immer, wie kann ich die herunterladen. Die ist noch nicht für alle verfügbar, aktuell nur für die Supporter. Wie ihr es machen könnt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da ist ein Link drin mit einer Erklärung dazu. Und es wird auf jeden Fall noch eine weitere Beta-Phase geben, nämlich das Host-System vom lieben Hoopstar wird auch noch verbaut werden. So, guck mal, jetzt sind wir hier angekommen. Mit unserem Fahrzeug hier. So. Einmal hier anhalten. So, werden dann mal wieder aussteigen hier. Machen wir die Tür auf. So. Dann machen wir die Tür auch wieder zu. Wupp. Und können hier die ganzen Spanngurte, hoffe ich mal, lösen. Ja, können wir. Können wir. Können wir. Und dann schwingen wir uns jetzt hier in den Armatruck. Viele werden sagen, oh cool, neues Fahrzeug hier. Oh geil. Nein, das ist der Standard. Beim LS mit dabei. So. Ja, wir können jetzt hier mit dem... Wie kann man denn die Breite nochmal einstellen? Müssen wir gleich mal gucken. Vorne, die Gabel. Da, mit der linken Maustaste gedrückt halten. Und da könnt ihr die Breite einstellen. Ich zeige euch das mal von vorne. Das ist auch neu mit dabei. Guckt mal hier. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Auf jeden Fall auch ganz cool gemacht. So. Jetzt packen wir erstmal den Juice Master hier beiseite. Den werden wir erstmal abladen. So. Wo platzieren wir den denn hin? Ich würde sagen, den platzieren wir mal hier vors Tor, ne? So. Können wir schön draußen machen. So, dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es nämlich doch, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht getestet. Oder wollen wir das hier lieber reinstellen? Das Tor kriegen wir gar nicht auf, ne? Wir könnten es eigentlich auch hier reinstellen. Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Ja, komm, stellen wir das lieber mal rein hier. So. Wobei... Ach ne, komm. Neko Mio Funny. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Wie funktioniert das? Ich stelle es nochmal ein bisschen gerader hin. Dann nehme ich mal kurz hier den starken Bauern. Ich stelle es mal so ein Stückchen weiter nach vorne. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Dann mache ich das wieder aus. Fupp. So, jetzt können wir mit E wieder einsteigen, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Wie läuft denn das hier? Das ist Tor schließen? Oder erkennt er den jetzt hier nicht? Wo bin ich ja schon mal eingestiegen? Ah, wir müssen... Ach, wir sind falsch rum. Lull. Ah, von hinten? Hä? Ist das da jetzt falsch rum? Ja, es ist falsch rum. Warte, ich drehe das nochmal kurz. Ich habe es falsch rum gemacht. So. Dachte schon. So, drehen wir das einmal hier, ne? So, jetzt haben wir es richtig. Ich dachte schon, warum können wir jetzt das Tor öffnen? So, Obstpresse bedienen mit E, ne? Dann könnt ihr die Abdeckung auf jeden Fall aufklappen. Ne? Erstmal hier, da kommen die Fässer rein. Und dann könnt ihr mit N natürlich das Ganze wieder öffnen hier. Und hier müssen dann jetzt die jeweiligen... die jeweiligen Fässer rein. So, das heißt, wir nehmen uns mal ein Fass. Mal gucken, wie das da funktioniert. Im Multiplayer gibt es da noch so ein paar kleine Herausforderungen. So, ich gucke mal, ob er das hier automatisch annimmt hier.
Juice Master, müssen wir das hier drauflegen oder wie funktioniert das jetzt hier? Warte mal. So, ich glaube, das müssen wir einfach hier so hinlegen. So, jetzt haben wir das hier draufgelegt. Und dann müssen wir jetzt hier so ein bisschen Obst, glaube ich, reinpacken. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. So, dann nehmen wir nochmal den Armatrack. Wir haben ja schon ein bisschen Obst hier eingesammelt. Hier vorne die Äpfel. Und die werden wir dann da reinfüllen. Mal kurz gucken, wie das funktioniert. 300 Liter passen da rein. Wir fahren mal ein Stück zurück hier. Machen es mal ein bisschen schmaler. Dann können wir das Ganze nämlich auch ein bisschen besser bedienen. Huch. Weil die könnt ihr nämlich jetzt nicht mehr hochheben. Es sei denn, ihr habt den starken Bauern aktiviert. Dann müsst ihr natürlich selbst entscheiden. So, das müsste, glaube ich, so passen, oder? Ja, ein bisschen schmaler noch. So, guck mal. Da haben wir jetzt 71 Liter drin. Ich muss das mal kurz hier. So. Müsst ihr halt ein bisschen gucken, ne, wie breit ihr das macht. Das ist natürlich noch nicht so viel. Da können wir mal ein paar mehr einladen. So. Und dann heben wir das mal ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob er das automatisch jetzt hier abfüllt. Ob wir da einfach noch drüber fahren müssen. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Ah, automatisch entleert er die, okay. Habt ihr gesehen? Einfach drüber fahren. Und da kommt das Ganze dann rein. So, da werden wir jetzt noch ein paar mehr von machen. So, damit ich jetzt hier nicht immer aufladen brauche, werde ich das einfach mal gucken, ob ich das hier direkt mit R befüllen kann. Macht er das? Nee. Muss ich doch erstmal abstellen. Ist ein bisschen Frickelarbeit, aber okay, gut. So. Dann können wir die nämlich wieder befüllen hier. Mit der Taste R. Da kommt nämlich wieder dann neuer rein. Ne, und da können wir das die ganze Zeit hier machen. Ich mache den mal kurz aus. Wir machen das einfach mal ein bisschen einfacher, damit es ein bisschen schneller geht. Ich mache mal kurz den starken Bauern an. Und werde das dann einmal befüllen. Ne, da, nämlich dann könnt ihr es hochheben, ansonsten nicht. Ne? Wenn die leer sind, könnt ihr die ganz normal, mit der Hand bewegen. Aber wenn die jeweils befüllt sind, dann geht das Ganze nicht mehr. Ne? Und ich will euch erstmal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit der Apfelsaftpresse. Und wir gucken jetzt einfach mal, haben wir das Ding hier schon voll? Wir gucken mal. Ist das voll? Ja, es ist voll, der Juice Master. 100%, ne? So sieht das Ganze aus. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Juice Master einmal schließen. Dann mit Enter, wenn ihr nicht den automatischen Motorstart anhabt, einmal anschalten. Und dann müssen wir mit B... Oh, jetzt wird Saft gepresst hier. Lecker Apfelsaft. Und dann gucken wir gleich mal, wie das Ganze dann auch funktioniert und aussehen wird. Mal kurz einen Schluck trinken hier. Dauert 40 Sekunden, je nach Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich. So. Sieht auf jeden Fall schon mal recht cool aus. Und hört sich auch dementsprechend ganz, ganz cool an. Das passt eigentlich in so ein Fass rein. Wir können mal kurz gucken hier. In dem Pass passen 250 Liter rein, ne? Also ein bisschen weniger, als wir hier produzieren. So, fertig ist er. Da können wir wieder einsteigen. Schalten das Gerät einmal aus mit Enter und können jetzt hier Apfelsaft, 142 Liter sind das. Ah, okay, da müssen wir noch ein bisschen mehr produzieren, ne? Das heißt, da werden wir nochmal erstmal das hier überfüllen. Also ihr müsst das Fass wirklich da drauflegen, ne? Und hier seht ihr, guck mal. Da wird das langsam gefüllt. Machen wir frischen Apfelsaft. So, jetzt ist das hier soweit fertig. Gucken wir mal hier. Überladen, abbrechen. Jetzt
Jetzt können wir das Ganze natürlich wieder öffnen und können auch wieder neue Äpfel reinpacken. Gucken wir uns mal an. So. Wir wollen das Fass ja natürlich voll machen. Zack, einmal. Gehen wir mal direkt zum nächsten Baum und füllen das Ganze wieder auf hier. So, da haben wir auch wieder welche. Hier sind auch Äpfel. Müssen wir mal gucken. Und dann machen wir das Gerät mal wieder voll. Und wenn das Ganze dann mal wieder starten. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Ne, mit dem leckeren Apfelsaft hier. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen was stehen hier. So, jetzt ist das Teil wieder voll. Jetzt müssen wir natürlich wieder schließen. Enter. Und mit B die Apfelsaftpressmaschine auf jeden Fall wieder einschalten. Und dann haben wir gleich unser erstes Fass gefüllt. Ist auf jeden Fall echt ein cooles Feature, ne? Also ich finde das echt mega. Ich feiere das. Auch diese Kleinigkeiten. Ob wir damit reich werden, müssen wir mal gucken. 250 Liter passen dort rein. Das ist halt immer auf 1000 gerechnet. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir können das ja auch verkaufen. Dann guck mal, im Gasthaus bekommen wir 2203 Euro für den Apfelsaft pro 1000 Liter. Das entspricht quasi 4 Fässer. Das ist schon mal okay. Aber Wein, guck mal, ist nochmal ein Tausender mehr. Und den können wir auch nur im Gasthaus verkaufen, ne? Und Wein wird es dann, denke ich, wenn wir das Ganze dann auch, so, wir sind fertig. Schalten wir mal aus und füllen jetzt wieder über. Wenn wir das im Weinkeller eingelagert haben, ne, bei uns am Hof. So, jetzt haben wir gleich das erste Fass ganz voll. Das ist auf jeden Fall schon mal recht cool. So, 250 Liter, ne, das passt soweit. Jetzt haben wir das hier, das erste Fass, schon mal soweit gefüllt. So, das können wir jetzt hier mal so hinstellen. Ne, da haben wir jetzt Apfelsaft drin. Den können wir jetzt direkt verkaufen. Und jetzt nehmen wir mal ein weiteres Fass hier. Und dann werden wir das Ganze noch soweit einmal weiter befüllen. Oh, wir haben keinen Platz mehr für Tierkadaver. Da müssen wir mal dringend bei der Schweinezucht vorbeigucken. So, jetzt können wir das hier wieder drauflegen. Da ist noch ein bisschen was drin. Wir können das Ganze jetzt umfüllen. Da seht ihr auch die Anzeige. So, das war's jetzt. Wichtig ist, ihr müsst einmal überladen abbrechen. Da geht's nicht, seht ihr. Und dann müssen wir einmal wieder aufklappen das Ganze. Packen jetzt hier noch ein paar Sachen rein. Und ich würde sagen, Leute, das war's erstmal wieder hier mit einer weiteren tollen Folge zu der Hof Bergmann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Apfelsaftmacher, der Oma. Tschüss.